So, für uns ist das heute der letzte Messetag. Ja, und wir haben jetzt keine Termine mehr. Also wir können jetzt ganz relaxed auf die Messe gehen. Und ich glaube, jetzt muss ich immer lauter sprechen, weil da kommt natürlich schon wieder ein Flieger. Heute sind Sie beim Landen, das ist etwas angenehmer, als wenn Sie starten. Ja, aber laut genug ist es trotzdem und da kann man sich nicht unterhalten, wenn so eine Maschine über den Kopf fliegt. Und wir wollen euch heute auch einmal zeigen, wie man zur Messe kommt, nämlich mit dem Bus über P1. Also P1 ist der Wohnmobilstellplatz. Ja, wo wir sind, aber die anderen können ja auch. Das ist auch P1. Wir sind in Nord und in Süd stehen auch viele. Mhm. Und da gibt es einen Shuttlebus und zu dem gehen wir jetzt. Von P2 aus fahren steigen auch viele zu. Das ist ein BKW-Parkplatz. Naja, ist es auch. Wir sind hier für Wohnmobilisten. Aber ja, der eine oder andere fährt auch mit seinem PKW daher. Da haben wir schließlich schon einige getroffen. Aber jetzt, lange Rede, kurzer Sinn. Wir marschieren jetzt zum Shuttlebus. Ja.
Also das ist ein Elektroroller mit 10 PS. Ungefähr, ja. Ungefähr 10 PS. Und Reichweite mit zwei Akkus, 100 Kilometer, kostet 6.000 Euro und macht 95 Stundenkilometer in der Spitze. Genau. Und die fahre ich jetzt, hier am Parcours. Ja. Dazu gibt es natürlich einen Sturzhelm. Ja, der muss dazu. Den brauche ich, das ist klar. We'll be right back.
das war der Caravan-Salon 2022. Ja, und jetzt fahren wir weiter. Es war interessant für uns, es war schön für uns. Wir haben sehr viele Sachen gesehen, viele YouTuber getroffen. Und viele Follower getroffen und ja. Da kommt der Shuttlebus und den nehmen wir jetzt auch noch mit. Jetzt müssen wir auch noch. Warte mal, da kommt der Shuttlebus. Moment, wir wollen nicht zu lange warten. Hallo, da ist er. Ha? Hallo. So, der Fahrer hat Zeit. So, grüß Gott. Hallo. Hallo. P1, da? Ja. Ja, steht nur Shuttle. Oh, du P1? Ja. So, und die Ursi ist schon da, wir sind ganz alleine im Bus. Nein, nein, stimmt nicht. Steigen noch mehr Leute ein. Gehen wir gleich daher? Jawohl. Mhm. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, hierher zu fahren, auch wenn wir nichts gekauft haben, aber wir haben uns informiert. Ein paar Fahrzeuge kommen noch und wir hoffen, diese Impressionen vom Caravan-Salon haben euch gefallen. Ja. Hoffen wir doch, Ossi, oder? Ja, ja, sicher hoffen wir das. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen hoch. Ja, und wir möchten immer Videos machen, die euch gefallen. Absolut, absolut. Also, dann macht's gut und wir bis demnächst. Ein paar Fahrzeuge kommen noch. Ja, und wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.